Nach einigen 10.000 Kilometern, davon viele auf Schotterpisten, wird es Zeit. Ein professioneller Unterbodenschutz muss her. Bei der Firma Stäbler in der Nähe von Speyer fühlen wir uns gut aufgehoben. Haben wir beim Stäbler doch bereits aufgelastet, eine Luftfederung einbauen lassen und auch die Dachklimaanlage stammt von hier. Nach eingehender, guter Beratung vor einem halben Jahr durch den Werkstattmeister haben wir heute unseren Termin. So sieht unser WOMO vor der Behandlung von unten aus. Nach Aussage der Mitarbeiter immer noch recht ordentlich. Ein Unterbodenschutz ist aber auch eine Investition in die Zukunft. Als allererstes wird das WOMO von unten fachgerecht gereinigt und dampfbestrahlt. Jetzt ist alles klatschnass, aber wie ausgemacht übernachten wir hier. So kann alles besser abtrocknen und der dauerelastische Schutz haftet besser. Am nächsten Morgen. Der eigentliche Unterbodenschutz Carlofon 4942 wird aufgetragen. Er besteht zu einem Teil wegen der hervorragenden Haftung aus Bitumen und zu einem weiteren Teil wegen der Elastizität aus Wachs. Das Auftragen nimmt einige Zeit in Anspruch, ebenso die Hohlraumversiegelung. Nach einigen Stunden fertig. Alles ganz frisch. So sieht unser WOMO jetzt von unten aus. Ein Vergleich. Vorher und nachher. Das Carlofon muss jetzt aber erstmal antrocknen bzw. abbinden. Also hängen wir, wie empfohlen, noch eine Nacht beim Stäbler dran.
Auch am nächsten Tag fahren wir nur ein paar Kilometer bis ins Naturschutzgebiet Waghäusel. Dort bleiben wir ebenfalls eine Nacht. Jetzt ist der Schutz akzeptabel abgebunden und am Sonntagnachmittag machen wir uns auf die Heimreise. Von außen sieht man nichts. Aber wir sehen weiteren Reisen mit unserem Womo jetzt noch gelassener entgegen. Kosten sehe unter dem Video. Termine: meistens ist Stäbler bis zu einem halben Jahr im Voraus ausgebucht.